Aloha, hey, Aloha, hey. So, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen auf Hawaii. Oder wie die Hawaiianer sagen würden, Aloha. Wir sind auf der Insel Oahu und ich freue mich so riesig, denn wir zeigen euch heute endlich den Cadillac Escalade. Das ist mir in San Francisco nicht gelungen. Regen, Unwetter, Unwetterwarnung, was weiß ich. Oh mein Gott, es war schrecklich. Aber jetzt auf Hawaii ist es mir gelungen. Wir haben den Cadillac Escalade am Start und den schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Wenn ihr auf TikTok folgt, dann habt ihr den Escalade V gesehen, denn das haben wir dann noch hinbekommen, so ein bisschen jedenfalls, davon den Kaltstart. Und jetzt holen wir das tatsächlich auf Hawaii nach. Ich habe mir den Cadillac Escalade besorgt und den amerikanischen König sozusagen der SUVs. Seine Konkurrenten sind nämlich unter anderem zum Beispiel der Lincoln Navigator oder dieser hier, der Jeep Grand Wagoneer oder dieser Ford Expedition oder dieser Mercedes GLE. Nein, war nur Spaß. Und versucht einen deutschen König zu bekommen. Mir wäre persönlich der Mercedes GLS lieber gewesen. Es ist ein BMW X7 geworden, den wir uns auch anschauen werden. Wir müssen natürlich einen Vergleich ziehen. Allerdings sieht man schon gleich zu Beginn die Ausmaße des Cadillac Escalade lassen den BMW X7 so ein bisschen klein wirken. Ja? Aber man muss dazu sagen, dass die deutschen Hersteller, Mercedes in dem Fall mit dem GLS, BMW mit dem X7, Audi auch mit dem Q7, weil er ja auch schon ein Siebensitzer ist, zwar ein bisschen kürzer als die anderen zwei, aber in jedem Fall auch ein Siebensitzer, haben versucht, den Spagat zwischen europäischem Markt, chinesischem Markt und US-amerikanischem Markt herzustellen. Ist ihnen aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Und der Cadillac Escalade zielt mit aller Kraft auf den US-amerikanischen Markt. 5,38 Meter lang. Wir haben eine Breite von 2,06 Meter und eine Höhe von 1,95 Meter. Das ist so hoch, wie der Challenger breit ist. Ihr habt das Video Challenger vielleicht gesehen. Also wahnsinnige Ausmaße. Das gilt auch für den Litertank. 91 Liter passen in den Hobel. Aber lasst uns vielleicht zuerst mal auf die Sport Edition gucken, Sport Premium. Also die Amerikaner machen es ähnlich kompliziert wie die Deutschen. Du kannst zwischen all den unterschiedlichen Editionen, also in den unterschiedlichen Editionen befinden sich unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. Dann, wenn du dich einmal für eine Edition entschieden hast, kannst du gar nicht mehr so viel dazu nehmen oder abwählen. Ja? Das heißt also, du entscheidest dich schon für ein relativ umfangreiches Paket. In den meisten Fällen jedenfalls. Der Cadillac Escalade beginnt bei knapp 100.000 Dollar, also eigentlich sind es 84.000. Diese Edition hier bei 96.000 Dollar. Und man muss dazu sagen, dass diese 100.000 Dollar wirklich gut investiertes Geld sind. Wirklich gut investiert. Aber lasst uns einmal kurz vorne drauf schauen. Die flachen Scheinwerfer im Gegensatz zum Vorgänger sind hier in jedem Fall mal komplett neu ausgearbeitet. Wir haben hier dieses Blinker-Lichtschwert an der Seite. Sieht monstermäßig
geil aus. Wir haben diesen überdimensionalen Grill mit diesem überdimensionalen Cadillac-Emblem. Man muss dazu sagen, diese Diskussionen, wenn man auf den BMW X7 guckt und seinen riesengroßen Grill, da erscheint dieser Grill mittlerweile tatsächlich ein bisschen klein. Ja? Wenn man auch hier wieder von Spagat sprechen möchte, was man den Amerikanern sozusagen entgegenkommen wollte und den Deutschen mehr oder weniger zumuten musste. Von vorne ist der Cadillac Escalade eine Macht. Es geht nicht noch monströser. Ich finde diese Sicken hier übrigens auch richtig geil. Also keinerlei Bedeutung, aber in dem Fall sehr, sehr schön gemacht. Dann lasst uns mal auf die Seite gehen und hier auf die etwas klein wirkenden 22 Zoll Felgen gucken. Die sind hier schon Serie definitiv gewesen. Dieser riesengroße Außenspiegel allein ist schon, demonstriert schon wirklich diese Größe dieses Fahrzeugs. Was mir nicht so gut gefällt, ist diese Antenne hier oben. Ich kann mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Ist das jetzt schön? Ist das, ne? Ich meine, BMW macht das, schafft das immer irgendwo da hinten hin. Ich weiß nicht, ob das technisch notwendig war, um besseren Empfang herzustellen. Ich kann es nicht sagen. Es ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Wir haben alles in Schwarz. Das ist die Sport Premium Edition. Das heißt also hier in dem Fall alles in Schwarz gehalten. Die Trittbretter hier tatsächlich, die gibt es auch elektrisch anklappbar oder ausklappbar, wie ihr es aus dem Maybach kennt. Ja, das heißt also, der Cadillac Escalade bietet tatsächlich diese Trittbretter auch als elektrische Variante ein- und ausfahrbar an. So, wir gehen jetzt mal nach hinten und schauen hinten weiter. Denn hinten natürlich auch, es geht immer weiter mit all diesen Dimensionen. Es ist riesig, auch hier wieder, wie beim Vorgänger, aber auch schon. Diese riesengroßen Heckleuchten gefallen mir sehr, sehr gut. Tatsächlich hat Escalade hier, ähnlich wie bei Audi, eigentlich ist es ja Audi immer, die diese Lichtspielchen spielen. Das hat Escalade auch gemacht, also das zeigen wir euch natürlich. Das ist wirklich wunderschön geworden. Dann die hier schwarz applizierten Auspuffblenden, auch sehr, sehr schön. Und leider nicht echt. Ja, das heißt also hier zwar kannst du reinlangen bis da hinten rein, aber da hinten seht ihr den Auspuff. Also der ist da hinten drin. Ja, das ist nicht dran gekoppelt, das ist nur eine Blende. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Kofferraum, denn das ist auch sensationell. Vielleicht muss man noch dazu sagen, den Cadillac Escalade, den gibt es auch als ESV-Version, das heißt die Langversion. Die Langversion ist dann nicht mehr 5,38 lang, sondern 5,76,5. Das sind Maße, die werden bei uns in Deutschland, wo willst du damit bei uns in Deutschland fahren? Das ist ja schon wie ein Stretch-Limousine so ein bisschen, ja. Aber hier in den USA gar kein Problem, ja. Und dann fasst der ESV tatsächlich 4043 Liter Ladevolumen bei umgeklappten Bänken. Nur zum Vergleich, ein Skoda Superb Kombi bringt es auf maximal 1920 Liter. Der hier ist mit 3400 schon ganz gut dabei. Jetzt öffnen wir mal die kleine Klappe hier. Die dient sozusagen dazu, mal eben schnell was reinzuschmeißen in deinen Escalade, ja. Und deswegen auch sehr praktisch. Und dann öffnen wir mal das große Kofferraumtor und schauen mal in den Kofferraum rein. Also, wir haben jetzt hier immer noch eine große, relativ große Ladefläche. Hier passen definitiv noch das ein oder andere Köfferchen rein. Wir reden aber davon, dass hier eine Dreiersitzbank hinten drin, die vollwertig genutzt werden kann. Also hier sitzen drei Leute vollwertig mit Beinfreiheit und allem drum und dran. Das zeige ich euch gleich noch. Und man kann das natürlich jetzt hier entsprechend umklappen. Elektrisch, witzigerweise, funktioniert das hier. Gut. Jetzt müsste man den Sitz hier vorne noch umstellen. Das macht BMW, das machen die Deutschen wieder viel besser, weil hier, wenn der Knopf gedrückt wird, beim BMW zeige ich euch auch noch, dann fallen erstmal alle Sitze um
Und hier aber ist der hintere Bereich elektrisch, der vordere dann in der zweiten Sitzreihe nicht elektrisch. Ist natürlich erstmal doof. Das haben sie halt dann wieder nicht zu Ende gemacht. Aber gut, okay. So, gut, dann haben wir uns jetzt den Cadillac Escalade einmal von außen komplett angesehen. Und jetzt schauen wir uns den BMW X7 an. Los geht's. Ist eine ganze Ecke kleiner. 5,18 Meter lang, 2 Meter breit, es fehlen 6 cm in der Breite. 6 cm, das ist eine Welt. Und in der Höhe fehlen ganze 12 cm, 1,83 Meter sind es. Also, ihr seht aber auch schon, dass der X7 eine ganze Ecke tiefer liegt. Der ist etwas schlanker, für deutsche Straßen immer noch extrem groß, um ihn nicht klein zu machen. Das ist er nämlich ganz und gar nicht. Lasst uns mal diese Seite hier nehmen. Wir gucken uns ihn von dieser Seite hier an. Wir haben auch 22 Zoll Felgen. Erstmalig beim X7 auch mit 23 Zoll möglich. Man muss dazu sagen, das hier ist nicht das Facelift. Das ist jetzt sozusagen der Vorgänger. Der hat jetzt auch noch nicht einmal das Laserlicht. Ja, traurig, aber wahr. Der Wagen hat ausschließlich die adaptiven LED-Scheinwerfer, die auch schon sehr weit leuchten, wunderbar ihren Job machen. Alles okay, aber es gibt ihn noch in Laserlichtausführung. Das können die Amis wieder nicht. Technologisch sind die Deutschen einfach so viel besser. Der Außenspiegel, süß, ne? Süß. Im Vergleich zum Escalade wirklich süß. Hier diese Chrom-Applikation. Ich meine, das ist jetzt auch keine M-Version oder so. Das ist ein 40i mit aktuell 333 PS Motor, sozusagen in dem Vorfacelift. Im Facelift sind es 381 PS. Der wiegt auch schon 2,5 Tonnen und ist trotzdem wesentlich schneller als der Cadillac. Also es ist Wahnsinn. Von 0 auf 100, wenn wir die Diskussion anfangen würden, dann wären wir hier tatsächlich mit dem X7 in der einfachsten Version, in der kleinsten Version, wesentlich schneller unterwegs. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein BMW X7 um einiges teurer ist als so ein Escalade mit 6,2 Liter V8 Motor. Ja? Also der 40i kostet jetzt im Facelift-Modell, Basis-Einstieg, fast 100.000 Euro. Also das ist schon nochmal eine Ansage für einen 40i. Von einem M60i spreche ich noch gar nicht. Der liegt nämlich schon bei 160.000 Euro. Also noch eine ganze Ecke weit weg. Ja, das ist mit dem Escalade dann auch in dem Fall nicht zu vergleichen. Aber lasst uns einmal rundum ums Auto gucken. Ja, hier diese ganze Chrom-Geschichte haben wir jetzt gesehen. Das ist jetzt auch nicht so meins. Ich hätte das alles schwarz gemacht. Sieht aber bei einem X7 trotzdem elegant aus. Kann man so machen. Auch hier wieder Auspuff. Blenden. Ihr seht, hier drin ist dann das Rohr, das Auspuffrohr, das echte. Aber es ist trotzdem schön gemacht, es ist okay. Ich finde die Blenden, wenigstens kommt da ein bisschen was raus. So, genug zum Design vom X7. Lasst uns mal in den Kofferraum gucken, denn der ist tatsächlich echt spannend, muss ich sagen. Da sieht man dann auch wieder den Unterschied, den man hier gemacht hat, elektrisch. Ja. Also ja, klar, die Heckklappe geht elektrisch auf. Du kannst hier sozusagen nochmal dir eine Sitzposition schaffen, ähnlich wie im Rolls-Royce. Und diese Klappe hier ist tatsächlich belastbar. Wie viel Kilo waren es, Julia? Du weißt es auch nicht, ne? Aber es war schon, also ich wiege jetzt schon auch mittlerweile nach US-amerikanischem Standard ein paar Unzen mehr als vorher. Liegt an dem geilen Essen, das die hier haben. Du hast also hier noch ein bisschen Ladefläche, die ist natürlich jetzt nicht so groß wie dir im Cadillac, aber du kannst hier maximal Ladefläche schaffen, indem du sagst, du drückst hier diesen Knopf Max oder einzeln die Sitze umklappen. Das gilt auch für die Vorderbank, aber schaut euch das selbst mal an. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Max und dann fängt doch das Ballett an, oder? War nicht notwendig. Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil ich will ja zum Beladen sozusagen
Platz haben. Aber okay, es geht los und wir machen jetzt ein bisschen Ballett. Der Sitz hier, da sitzt meine Tochter normalerweise drin, da ist ein Kindersitz. Das heißt also, der klappt jetzt hier nicht runter. Aber ihr seht, ratzfatz, mit allen Sitzen. Die haben sich alle bewegt. Das ist total geil. Dieses Auto gibt es tatsächlich auch schon ab knapp 65.000, 70.000 Euro gebraucht. Das heißt also, wenn man die Möglichkeit hat, sich so eine Karre anzuschaffen, dann sollte man sich das wirklich überlegen, denn Platz ist ohne Ende da. Fahrkomfort, dazu kommen wir dann später noch. Fakt ist, natürlich immer abhängig von den Kilometerständen und Abnutzungsgrad und so weiter. Aber die gibt es tatsächlich schon wirklich gebraucht, sozusagen zu einem passablen Preis. Genau, ja, jetzt machen wir hier mal zu und dann machen wir hier wieder Max-Sitz. Und dann fahren die Sitze alle wieder hoch und du hast keinen Finger gekrümmt. Das kann der Escalade leider nicht. Das wäre einer der Wermutstropfen, die man tatsächlich hinnehmen müsste, wenn man sich für einen Escalade entscheidet. Mal abgesehen davon, dass ein Escalade, und das muss man auch ganz klar sagen, in die meisten Parkhäuser Deutschlands aufgrund seiner Höhe schon gar nicht wirklich reinpasst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du mit 1,95 Meter Höhe wirklich Schwierigkeiten bekommst in den meisten Parkhäusern bei uns in Deutschland. Also das solltest du dir wirklich gut überlegt haben. Was mich auch noch, wenn wir noch ganz kurz über den Escalade sprechen wollen, stören würde, sind die Servicemöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das in Deutschland ist. Das müsstest du dann auch noch mal checken, bevor du dir einen Escalade holst. Jetzt haben wir X7 von außen gesehen und dann würde ich sagen, kommt jetzt der beste Teil, nämlich die Fahrt. Los geht's! So, und um euch jetzt zu zeigen, dass es sich hier wirklich um einen Truck handelt, ja, einen SUV-Truck, muss ich euch den Einstieg zeigen. Die Trittbretter dienen dazu, in diese Burg einzusteigen. Ja? Es ist unfassbar, aber genau so muss es sein. Das heißt also, wir steigen hier so ein, fühlen uns wohl. Und dann sitzt du hier oben, das hast du nicht gesehen. Ja, dann lasst uns mal fahren. Los, Julia, einsteigen. Los geht's. So, Leute, zurück in diesem herrschaftlichen Ambiente des Cadillac Escalades. Ich freue mich wirklich sehr über dieses Auto, das muss ich echt zugeben. Zuallererst fällt auf, diese super bequemen Sitze, beheizt und belüftet natürlich. Dann der 38 Zoll OLED-Display, wohlgemerkt. Curved, bitte. Curved, Julia fügt Curved hinzu, denn tatsächlich der erste OLED-Display seiner Klasse, wenn man ihm eine Klasse zuordnen will. Die Amis sagen zu diesem Fahrzeug, also wir waren beim Cadillac-Händler und der hat uns dann erklärt, das ist der amerikanische Rolls-Royce. Würde ich so unterschreiben, auch wenn ich den Cullinan noch nicht gefahren bin. Deswegen kann ich es noch nicht ganz genau bestätigen, aber ich kann sagen, die Anlage hier hinten von AKG ist mit das Beste, was ich je gehört habe an Musik. Kann ich euch leider nicht zeigen, wisst ihr, GEMA und so weiter, blablablub. Aber richtig, richtig geil. Die Ambientebeleuchtung, wunderschön. Kann ich nicht schimpfen. Ein Head-Up-Display steht zur Verfügung. Der Parking-Assistent funktioniert sogar bei einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Du schleichst hier nicht mehr am Parkplatz entlang und versuchst eine Lücke zu finden, sondern das machst du mit 30 Sachen. Und der Cadillac Escalade unterstützt dich dabei. Parkt dann natürlich auch automatisch ein und so weiter und so fort. Das Ganze macht er im Übrigen auch auf der Autobahn. Cadillac gibt an, über 600.000 Kilometer mit dem Auto vollautonom fahren zu können. Kann ich nicht prüfen, weil die Strecke auf Hawaii schon gar keine 600.000 Kilometer hergibt und wir die Zeit auch nicht haben. Wir müssen ja nach Los Angeles weiter. Aber was ich sagen kann ist, es fährt sich herrschaftlich in diesem Auto. Und genau das tun wir jetzt. Ach ja, beim Rangieren, das können wir jetzt gleich mal machen. Starten wir mal. Oh Gott. Und wenn ihr den Motor startet, ist das schon jede Menge mehr wert als jeder 40i. Nichts gegen den 40i, ich bin den jetzt auch ein paar Mal gefahren und war alles wunderbar, aber im Vergleich zum Cadillac Escalade
wenn es die Möglichkeit für euch gibt, dann holt euch dieses Auto. Eine ganz klare Kaufempfehlung von mir, schon bevor wir losgefahren sind. Überall gibt es diese USB-C-Stecker hinten bis in die letzte Rille. Was die Soundanlage, um das nicht zu vergessen, was die Soundanlage auch tatsächlich kann, ist, damit man dich ganz hinten in der letzten Reihe hören kann, verstärkt die AKG-Soundanlage den Ton, damit der hinterste Mann oder Frau verstanden hat, was du gesagt hast. Und wenn du die 36 Lautsprecheranlage hast, dann erhältst du sogar die Möglichkeit, oder beziehungsweise dein hinterster Mann oder Frau, die Möglichkeit, reinzusprechen in Mics, die wiederum dir das Gefühl geben, ihn laut und klar und deutlich zu hören. Da hat sich Cadillac echt was ausgedacht. Beim Rangieren. 4K. Das Bild, also wenn ich jetzt hier die Rückwärtskamera anmache, dann habe ich das Gefühl, ich gucke hier in einen Fernseher. Man sieht hier auch ganz deutlich den Escalade. Schwarz, die Farbe für einen Escalade. Die perfekte Farbe für einen Escalade. Den Escalade V würde ich sogar in diesem Rot nehmen, in dem sie ihn anbieten. Aber lasst uns auch nach vorne gucken, ja. Was an den Kameras doof ist, ist, wenn das Wetter schlecht ist, und das hatten wir gestern, wieder einmal Regen, das zieht sich aber wie ein roter Faden durch unsere ganze Reise, dann ist die Kamera leider schlecht zu sehen. Also beziehungsweise die Bilder darauf sind dann nicht mehr ganz so gut. Was auch richtig geil ist, ist der Rückspiegel hier. Der zeigt dir nämlich auch ein Videobild. Die Kamera hier, mega geil, kannst du aber auch klassisch dann mit dem einfachen Bild haben. Also das heißt, keine Elektronik dahinter. Ja? Aber ich finde das ganz cool mit der Kamera. Deswegen würde ich die jetzt auch nutzen. Und die Kamera spiegelt, gibt dir dann einfach das Bild von hinten weiter. So, ich würde sagen, wir fahren los. Eigentlich fühlt es sich ein bisschen an wie auf einem Schiff. Und das hier ist dein Steuerrad. Und die Lenkung gibt dir das Gefühl, also sie ist nicht so mitteilt. Also es dauert schon einen Moment, bis die Lenkung einsetzt. Und deswegen kannst du hier auch wirklich gut einschlagen. Und deswegen lehnst du dich hierhin zurück. Diese riesengroße Armlehne ist sensationell. Da passt ein Laptop drauf. Und deswegen können wir hier unseren Arm ohne Ende, ach, Platz ist hier ohne Ende vorhanden. Und dann, boah, und dann hebt dieser V8 6,2 Liter Motor ab und fliegt los. So, die Cadillac Escalade Geschichte ist nämlich gar nicht so alt. Tatsächlich kam die erste Generation 1999 auf den Markt, vorgestellt 1998. Sehr hässlich. Mit einem 5,7 Liter Motor V8, 258 PS und war bis 2000 auf dem Markt. Dann hat Cadillac beschlossen, den Escalade neu aufzulegen und kam 2001 dann mit der zweiten Generation um die Ecke. 5,3 Liter und 6 Liter diesmal, wieder V8. Erstmalig dann mit einem Heckantrieb tatsächlich. Hatte zwischen 290 und 350 PS. War jetzt schon bis zu 5,62 Meter lang. Das ist schon eine ganze Ecke. Für die damalige Zeit wohlgemerkt ganz besonders. Die dritte Generation kam dann 2007 auf den Markt, ging bis 2014, hatte den 6,2 Liter Motor das erste Mal an Bord mit 409 PS, 5,15 Meter lang in der Basis, 5,66 Meter dann schon in der Langversion unterwegs. War dann schon annehmbarer als die zweite Generation, immer noch nicht wirklich schön, aber annehmbarer. Die vierte Generation war dann aus meiner Sicht eine richtig schöne, wenn nicht sogar außergewöhnlich schön. Und kam 2014 bis 2020, wieder 6,2 Liter, diesmal 426 PS, wie jetzt auch in der fünften Generation. Der fünfte Escalade kommt tatsächlich mit demselben Motor, 426 PS und kann bis zu 2 Zylinder runterschalten. Punch hat das Auto im Übrigen gar keinen. Ja, also du kannst hier voll reinlatschen und es tut sich einfach nichts. Es schiebt halt gemächlich
wie auf dem Wasser. So kann man sich's vorstellen. Wahrscheinlich wie mit einem Schiff. Wenn du da Vollgas gibst, dann dauert's auch erstmal einen Moment, bis du merkst zwar die volle Schubleistung, dass da was passiert, so richtig anschiebt. Aber wow, ne? Also, wow. Aber diese maximale Power, die fehlt da noch so ein bisschen. Und jetzt vielleicht auch mal die ein oder andere Beschleunigungsarie, was ihr sofort merkt, wenn ihr aufs Gas tretet, dass der Wagen den Gasstoß sofort umsetzt, ja, in Vortrieb. Aber die Art und Weise, wie er das tut, ist eher behäbig. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt hier so drauf treten, dann hört ihr erstmal nichts. Dieser Ton ist sehr anstrengend, hätte ich fast gesagt. Nein, aber er ist wenig hörbar. Was aber relativ schnell zu hören ist, ist der V8 Beast, wenn du das Gaspedal durchdrückst. Also wenn du wirklich reinlatscht. Ja? Das machen wir jetzt mal. Und dann schauen wir, wie das Auto reagiert. Oder hört ihr euch das mal an? Und dann hört ihr den V8 schon viel aggressiver brüllen. Aber der Vortrieb ist mit Wattebällchen unterwandert. Fakt ist, der schiebt nicht an. Also ich sag hier, volle Kraft voraus. Und dann passiert erstmal gar nichts, weil, also er nimmt das Gas sofort an, wie gesagt, aber bis das dann bei dir im Rücken ankommt, dass du wirklich merkst, dass der dich da in deinen Sitz drückt, boah, das dauert. Also, volle Kraft voraus heißt für die kleinen Männchen da vorne, die schütten da erstmal schön kräftig Sprit in die Brennkammern, dann fängt es da das Brennen an und dann kommt der Vorschub. Und was an dem Auto nämlich ganz besonders ist, ist das Luftfahrwerk. Das Luftfahrwerk ist so aufgebaut, ähnlich wie bei der S-Klasse, dass eine Kamera permanent die Straße screent und dann eben die Federung oder die Federbeine entsprechend vorspannt und entsprechend darauf einstellt. Das heißt also, wenn wir hier über so einen Bumper drüber fahren, dann wusste das das Fahrwerk vorher schon und schiebt den Cadillac mit seinen 2,5 Tonnen über diesen Bumper drüber. Klar, ruckelt und wackelt und wie halt auf einem Schiff auch, aber es fühlt sich immer noch komfortabel an. Es gibt ein gewisses Wohlfühlgefühl, obwohl du da drüber musst. Ja? Und die Straßen sind in Hawaii im Übrigen auch sehr schlecht, also auch nicht viel besser als in San Francisco. Vielleicht ein Ticken besser, aber nicht viel besser. Und deswegen ist dann so ein Cadillac Escalade bestens dafür ausgerüstet mit dem Fahrwerk. Was ich an dem Bildschirm hier auch wirklich geil finde, ist dieses Touchen. Das funktioniert super. Was auch richtig gut funktioniert, also ihr seht das hier, kannst du hier, das machst du während der Fahrt ja auch nicht unbedingt. Ne? Und deswegen solltest du dich während der Fahrt auf die Straße konzentrieren und deine Sprachbedienung bemühen. Die funktioniert tatsächlich auch richtig gut. Vielleicht liegt es an meinem guten Englisch, vielleicht auch nicht. Aber in jedem Fall ist es so, dass die Sprachbedienung wirklich alles sofort erfasst, in der Regel jedenfalls, wenn er es kennt und das dann auch gut umsetzt. Immer noch nicht so gut wie BMW. Ja, für mich ist BMW da einfach die Benchmark. Die machen es einfach am besten, was die Sprachbedienung angeht. Das ist einfach so, das ist meine Erfahrung. Aber der Cadillac Escalade macht das auch schon ordentlich. Ja, also es hat mich nicht gestört. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich den Auto hold. Das ist zum Beispiel eine komische Sache. Ich muss jedes Mal aufs Neue den Auto hold Button klicken. Keine Ahnung, wieso er sich das nicht einfach merkt. Weil es sowieso Standard ist. Jetzt schauen wir uns noch an, wie vollwertig die Sitze hinten sind. Und dann geben wir den Cadillac Escalade ab. Es wird ein trauriger Moment werden. Ähnlich traurig wie bei gutem Wetter Hawaii verlassen. So, hier hinten sitzt sich's richtig bequem. Also zweite Reihe ist schon richtig gut. Du kannst deinen Sitz wahlweise nach vorne, nach hinten. Ich setze ihn wirklich nach ganz hinten, ja. Und dann setze ich mich gleich noch nach ganz hinten sozusagen in die dritte Reihe.
und schau dann mal, wie es da vonstatten geht. Genau, die, hier eine eigene Armlehne ist halt schon auch geil hier. A Rear Seat Entertainment, mega Panoramadach, richtig geil. Allerdings mit dem Nachteil, anders bei den Konkurrenten X7 und GLS, deutsche Konkurrenz meine ich damit, die haben hier hinten auch noch ein Glaselement und können dann für die dritte Sitzreihe, nämlich den Passagieren, auch noch ein bisschen Sonne gönnen, wahlweise Mond und Sterne. Ich gehe jetzt mal nach hinten in die letzte Reihe. Ich habe den Sitz nach ganz hinten geschoben und klappe da jetzt mal hoch. Gut, wenn der Stuhl jetzt ganz hinten ist, bin ich mit meinen 1,86 Meter definitiv zu groß. Meine Haarwolle hier oben, da ist noch ganze faustbreit Platz, das passt. Und hier bräuchte ich, also, aber wenn du den Stuhl nach ganz hinten schiebst, hast du da vorne unendlich viel Platz, also ein bisschen nach vorne. Und schon hast du hier vollwertige Sitzplätze. Das ist definitiv der Fall. Das ist richtig geil. Das ist ein Monster. Ein Riesenschiff. Sitzheizung gibt es für die dritte Bank nicht. Macht die Konkurrenz auch besser. Die hat nämlich eine Sitzheizung hinten. Und hier ist irgendwie... Oh, wow. Bombe. Junge, so lässt sich's aussteigen, oder? Jetzt würde ich sagen, passt es wieder. Das Dumme ist, das ist sozusagen ein Loslassmechanismus. Zurück muss man den dann wahrscheinlich wieder manuell. Ne? Geil. Ah ja, und jetzt habe ich hier hinten natürlich richtig viel Platz, da vorne jetzt weniger. Also ich drücke jetzt hier dieses magische Knöpfchen hier hinten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da ist eins, versprochen. Und dann klappt der erste Teil ein. Dann drücke ich das magische Knöpfchen nochmal. Also jetzt könnt ihr es vielleicht sehen, das Knöpfchen. Und dann klappt der. Und dann klappt der Stuhl da hoch. Magic. This is magic, Alter! Aber hier das Rear Seat Entertainment, das sieht so aus, als würde er den Stuhl da dagegen knallen. Und das ist wirklich knapp gewesen jetzt. Aber ja, klar. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, ne? Auch wenn die Version im X7 wesentlich galanter vonstatten geht. Sie dauert aber auch wesentlich länger. Denn da drückst du den Knopf und es bewegt sich in Zeitlupe der Stuhl weg. Gut, wir verabschieden uns jetzt vom Escalade und später dann vom X7 am Flughafen, wenn wir Hawaii verlassen. Die Insel Oahu. Okay, bis gleich. So Leute, aus dem Innenraum des BMW X7. Was sofort auffällt, ist der mangelnde Platz. Oder? Ist ein bisschen eng hier drin. Ja, in Relation zum Escalade ist das schon. Ganz genau, in Relation zum Escalade wird es hier echt eng, muss man ganz klar sagen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass der Wagen sich tatsächlich wie ein G11, wie ein 7er BMW fährt. Die Federung ist definitiv bei weitem nicht so gut wie die vom Cadillac. Der Cadillac hat dich von der Straße entkoppelt. Das ist schon ein Unterschied. Das macht der BMW hier nicht. Dafür ist der BMW das typische Fahrerauto. Dieser X7 fährt wie jeder BMW. Er fährt wirklich gut. Er fährt sportlich. Die Lenkung ist mitteilsam. Jede Lenkbewegung führt sofort und augenblicklich zu einem Richtungswechsel. Anders als in unserer Schiffskajüte. Hier, hier ist das Steuerrad beim Escalade. Ja, da hat erstmal eine Lenkbewegung 45 Grad rechts nichts weiter ausgeführt. Und hier ist es wirklich so, du hast den Kontakt zur Straße, du spürst jeden Kieselstein gefühlt. Das Fahrwerk ist trotzdem noch weich und es ist schon definitiv kein M-Fahrzeug. Ja, so muss man es auch ganz klar sagen. Aber man merkt die Straße deutlicher als im Escalade. Der Antrieb ist ansatzlos. Dauert einen Moment, aber diesen Moment, den gönne ich einem 7er BMW oder einem X7. Die Motorisierung hier, der 40i mit 333 PS, war noch nicht der erste. 2019 kam der Wagen auf den Markt mit
einem 40i mit 340 PS. Die Newtonmeter sind gleich geblieben, 450. Und jetzt eben mit 333 PS, aktuell im Facelift sogar mit 381 PS. Es gibt ihn auch als Benziner im Vorfacelift M50. Am Anfang hatten sie das M noch nicht dran geschraubt. Das hatten sie später nachgeholt. Ein paar Monate später waren es nur. Und dann hat man im Facelift gesagt, naja, M50 klingt noch nicht crazy genug. Wir machen M60 daraus. Die PS-Zahl mit 530 ist gleich geblieben. Es hat sich nichts weiter geändert. Auch am Fahrwerk und anderen. Nur das Äußere, das wieder sehr kontrovers diskutiert wird, ganz klar. Sieht der jetzt aus wie ein Multipler oder nicht? Ich bin der Meinung, ich muss sagen, mir gefällt das neue Design wirklich sehr gut. Auch diese Kristallausführung in den Scheinwerfern fand ich schon ganz sexy. Also finde ich schon ganz gut. Auch den riesengroßen Grill finde ich okay. Also ist der zweitgrößte im Übrigen nach dem 7er BMW, nach dem G11. Das heißt, der X7 hat noch einen kleineren Grill tatsächlich. Jetzt muss ich sagen, mit der einfachen Motorisierung, dem 40i, dachte ich, wäre der Wagen mit 2,5 Tonnen zu schwach motorisiert. Sehe ich aber gar nicht so. Ist tatsächlich nicht so. Fährt sich wirklich gut. Der schiebt schon ordentlich voran, kann man sagen. 6,3 Sekunden auf 100. 0,3 oder 0,4 schneller als der Escalade. Aber wenn du mit einem 30D, den gab es nämlich auch ganz am Anfang gleich 2019, als der X7 auf den Markt gekommen ist, da gab es den 30D noch mit 265 PS. Also der hat 7 Sekunden gebraucht. Das sind Werte, das merkst du schon, dass der Escalade einen Moment braucht, bis der mal vorwärts geht. Das hast du im BMW nicht. Im BMW, da drückst du drauf und dann geht's vorwärts. Also das ist so. Mit dem 40D, der dann ein Jahr später, genau 2020 war das, wurde der angeboten mit 340 PS Diesel und jetzt im Facelift mit 352 PS. Ganz schade ist, dass sie den M50D rausgenommen haben aus dem Programm. BMW war für mich schon so neben natürlich dem Volkswagen-Konzern, der VAG-Konzern hat aus meiner Sicht den geilsten Diesel ever gebaut, nämlich, ja, lassen wir mal den V12 jetzt weg, der ist ein bisschen übertrieben oder nicht glaubhaft, nicht effizient genug, sagen wir es mal so. Der V8 Diesel, der mit 435 PS in der letzten Version, das war der geilste Diesel. BMW mit dem M50D schafft es auf 400 PS. Von 0 auf 100 wirklich eine gute Zeit. Ich glaube, es waren 5,3 oder 5,4 Sekunden. Das ist schon ordentlich. Ein Diesel, meine Herren. Da schauen sich die Amis um. Aber der Wagen nimmt wirklich auch gut Gas an. Wir haben hier nur einen Turbolader drin. Das reicht aber, um den Wagen hier adäquat über US-amerikanische Straßen zu bewegen. Aber für die amerikanischen Straßen fand ich es im Cadillac schon etwas bequemer, muss ich sagen. Ja. Was der Wagen hier technologisch alles besser macht. Ja, du kannst eine Laserlicht bestellen, du hast hier Massagesitze, die elektrischen Sitze hinten, auch die Sprachbedienung ist sucht seinesgleichen, die Navi-Bildschirme, gut, im Facelift gibt es dann auch einen Curved-Display, ich glaube nicht OLED, das war kein OLED-Display, aber er war Curved im Facelift, deswegen ist es jetzt natürlich unfair, einen niegelnagelneuen Cadillac mit einem Vorfacelift X7 zu vergleichen. Den X7 gibt es tatsächlich auch als Gebrauchtwagen mittlerweile ab 59.000 Euro gehen die los. Also gar nicht so teuer, gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so schlecht, um hier einzusteigen. Muss natürlich auf Kilometerstand achten, Gebrauchsspuren, wo kommt das Auto her. Ich würde persönlich kein US-amerikanisches Auto kaufen, ist aber meine persönliche Meinung. Da wird es sicherlich andere Meinungen auch geben. Alles akzeptiert. Genau, aus dem Innenraum, was können wir noch sagen? Ja, das Holz ist okay, die Verarbeitung ist wirklich schön. Es ist halt ein 7er BMW, der Wagen fährt auch so. Die Dämmung wäre doch vielleicht sicherlich noch ein Punkt. Ich würde sagen, da hat Cadillac echt einen rausgehauen. Die Dämmung im Cadillac war richtig gut. Und das ist sie hier drin auch. Also da würde ich keine Unterschiede machen. Da sehe ich tatsächlich einen großen Fortschritt beim Cadillac.
So, wie gefällt es dir hier drin, Julia? Mir persönlich gefällt es sehr gut. Es ist einfach ein deutsches Fahrzeug, hochqualitativ. Ich fühle mich einfach wohl, ja. Ich bin ein BMW-Kind. Man muss sagen, dass BMW hier wirklich gute Arbeit geleistet hat und den Spagat zwischen deutscher Straße und US-amerikanischer Straße herzustellen, ist gar nicht so einfach. Weil man hat sich gedacht, okay, ich meine, ich werde es an den Zulassungszahlen machen, ausmachen. 50.000 Fahrzeuge knapp in 2020 verkauft. Davon gerade mal 2.000 in Deutschland. Also ihr seht schon die Dimension. Und daran erkennt man, für wen dieses Auto hier eigentlich gebaut wurde. Für die US-Amerikaner ist das Auto wahrscheinlich ein Ticken zu klein. Und für die Deutschen ist es dann doch eher zu groß geworden. Da reicht ein X5 in der Regel. Aber wir zeigen euch dann gleich noch den Kofferraum. Wie versprochen. Passt alles rein. Was da alles drin ist. Nein, es ist nicht messy. Wir haben da super sauber geschlichtet. Ja, extra für die Kamera. Und da seht ihr dann, da passt schon ordentlich was rein, wenn die dritte Sitzreihe nicht aufgesetzt. Aufgestellt. Danke, Julia. Ja, wir setzen die Spieler noch hinten rein. Ja. Damit wir den direkten Vergleich zum Cadillac haben. Ganz genau. Escalade. Das werden wir machen. So, Leute. Hier hinten absolute Beinfreiheit, überhaupt kein Problem. Ihr seht, der Vordersitz ist auf meine Größe eingestellt, also absolut überhaupt kein Thema. In der dritten Sitzreihe sieht es dann ein bisschen anders aus, das ist für Kids. Aber an alle Mamis da draußen, fürs Fußballtraining reicht es auf jeden Fall. Ja, ich muss ehrlich sagen, der Escalade, der hat es mir schon angetan, ja. Ich sehe ihn auch als amerikanischen Rolls-Royce. Auch wenn er mich an manchen Stellen so ein bisschen geärgert hat, ich will mich nicht beschweren. Der X7 ist ein großartiges Fahrzeug. Und der Escalade war eine Erfahrung wert. Und der Escalade war definitiv eine Erfahrung wert. Und der BMW, der schiebt schon Ansatz. Der fährt auch wie ein PKW. Das ist wirklich, der fährt wie ein ganz normaler PKW. Das ist kein, du fühlst hier nicht wirklich SUV. Nach dem Umstieg auch war total krass. Ich bin umgestiegen von dem Escalade hier auf den X7 und habe wirklich gedacht, ich steige in einen Kleinwagen. Das hat sich wirklich alles sehr klein, auch der Einstieg und Ausstieg. Man muss dazu sagen, beim Ausstieg hier aus dem Auto, dann kommst du immer mit deinem Hosenbein hinten an den Seitenschweller. Und das ist schon ein bisschen, ja, das war halt beim Escalade schon ein bisschen gemütlicher. Und du sitzt im X7 wesentlich niedriger als im Escalade. Im Escalade sitzt du wirklich schon auf LKW-Höhe, gefühlt. Das ist schon eine Ansage, wenn du da, aber im X7 sitzt du definitiv niedriger. Das ist einfach so. Und für deutsche Straßen immer noch sehr hoch. Aber für US-amerikanische Verhältnisse ist das eher niedrig. Mir gefällt der X7 auch nicht sonderlich auf. Nein, der schwimmt einfach so mit. Der X7 fällt nicht weiter auf, ist kein großes, mächtiges Fahrzeug, wie man es von dem Dodge Ram oder von dem, auch die Konkurrenten, GMC, Yukon, Chevrolet Suburban, das ist schon krass. Also diese 5,40 Meter, 5,50 Meter Monster, die sind schon eine andere Liga, definitiv. Gehen ja bis 5,80 Meter teilweise hoch, 5,76 Meter. 5 ist der Escalade, glaube ich, am längsten tatsächlich. Und dann siehst du halt so einen Dodge Ram. Nein, das ist ein Tacoma. Tacoma oder Tundra? Tacoma, glaube ich, ne? Von Toyota. Dagegen siehst du hier mit dem X7 schon echt ein bisschen klein aus. Aber für Deutschland wunderbar. So, Leute, wir fahren jetzt wieder zurück an den Aussichtspunkt. Wunderschöne Ecke. Werdet ihr sicherlich bestätigen können. Und dann machen wir unser kurzes, aber knackiges Fazit. Ich freue mich drauf. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind am Ende. Wir fliegen jetzt nach Los Angeles weiter. Die Zeit hier auf Hawaii war wunderschön. Ich werde es sehr vermissen hier am Blauen Meer. Und den X7, den werde ich auch ein bisschen vermissen. Für die deutschen Straßen ist der dann wahrscheinlich doch die richtige Wahl. Und solange BMW den Dieselantrieb anbietet, solltet ihr dazu greifen. Für die United States of America bleib ich beim Cadillac. Ohne Wenn und Aber. Ich wünsche mir aber, dass ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, euch in Los Angeles wiederzusehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. Aloha. Hey.